dich komplett verrannt. Sonst hättest du merken müssen, dass das total einseitig ist. Aber du hast mich doch so liebevoll angesehen nach dem Stromschlag. Weil ich besorgt war. Nicht verliebt. Katharina wünscht sich auch unbedingt ein Kind. Und am liebsten hätte sie sofort. Und jetzt hat sie Angst, dass irgendwas nicht klappen könnte. Also hat sie sich untersuchen lassen. Bei ihr ist alles in Ordnung. Ist doch schön. Ja, aber jetzt will sie, dass ich mich auch untersuchen lasse, um zu sehen, ob bei mir, ob meine kleinen Freunde alle fit sind. Ich habe für dich sogar auch noch Platz hier auf der Schlange. Ehrlich? Ja. Okay. Geht's? Ja. Okay? Ja, okay. Und los geht's. Alfons, ich weiß doch selber, dass das nicht gut für mich ist. Aber lass mich halt die kleine Freude. Ja. Ist das Einzige, was ich noch hab. Könntest du bitte zu Alexander gehen und sagen, dass sie Christian rausschmeißen soll? Ja, ich meine, wenn du meine Freundin bist, dann tust du das doch, oder? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Bitte, was soll ich machen? Naja, dafür sorgen, dass Christian aus dem Fürstenhof verschwindet. Ist jetzt wohl nicht dein Ernst? Natürlich ist es mein Ernst. Mann, Laura, ich schaff das nicht, wenn er mir ständig über den Weg läuft. Ja, hast du mal überlegt, was das jetzt für ihn bedeuten würde? Entschuldige, auf welcher Seite stehst du? Jetzt auf seiner oder auf meiner? Na, auf deiner natürlich. Ja, dann hilf mir. Was soll ich denn machen? Soll ich zu Alexander gehen und mir irgendwas ausdenken, damit er Christian entlässt? Du bist doch meine Freundin. Ja, sicher, aber mal abgesehen davon, Alexander lässt sich da sowieso nicht drauf ein. Ja, mein Gott, dann lass dir halt was einfallen, damit er dir glaubt und das... Du kannst doch nicht jemanden einfach so in die Wüste schicken, weil du Stress mit ihm hast, Tanja. Laura, ich möchte keine Moralpredigt, ich brauche deine Hilfe. Ich kann das aber nicht. Du willst mir nicht helfen? Ich kann dir nicht helfen, also nicht so. Ich hab gehofft, wir sind wirklich Freunde. Ja, mein Lieber. Ach, Herr de Ville. Hallo. Tag zusammen. Stimmt irgendwas nicht? Das Scharnier, es war ein bisschen locker. Danke. Sie wollen sich hier wohl unentbehrlich machen. Wiedersehen. Er macht doch gute Arbeit. Ja. Was hast du denn gegen ihn? Ich habe nichts gegen ihn. Was sollte ich gegen ihn haben? Kommst du drauf? Besonders freundlich warst du nicht. Das sollte ein Scherz sein. Wahrscheinlich hast du einfach viel zu viel um die Ohren. Weißt du was? Du schwänzt das Büro für eine Stunde und gehst mit mir reiten. Ich kann leider nicht wirklich. Wenn ich morgen zu diesem Test will, muss ich heute ein bisschen vorarbeiten. So lange dauert doch dieser Test nicht. Alles in allem fehlt mir ein halber Tag. Trotzdem, ich bin froh, dass du ihn machst. Dann wissen wir wenigstens, warum es so lange nicht geklappt hat. Ja, aber es an mir liegt, willst du sagen. Ach komm, bitte sei nicht beleidigt. Das ist wichtig für mich. Ich bin nicht beleidigt, wirklich nicht. Und ich weiß, dass das wichtig ist. Ich habe nur ein bisschen viel. Es ist einfach, Gott, Vater haut einfach ab und ich stehe ohne Restaurantleiter. Da ist eine Menge Arbeit. Oh ja, und es ist meine Schuld. Nein, das... Doch, ich habe Herrn Hoffmann für den Job in Marbella vorgeschlagen. Das hat doch mit Schuld nichts zu tun, wirklich nicht. Aber es bleibt an mir hängen. Könnt ihr was abnehmen? Danke. Es reicht, wenn du mich zur Arbeit gehen lässt. Hm? Du reitest aus. Viel Spaß. Eine längere Mittagspause wird trotzdem gut. Ich kann nicht. Ich muss dieses Firmenjubiläum davon abendachs vorbereiten. Ah. Hey, was passiert? Ach, mein Kreuz. Ach, jetzt kann ich auch nicht reiten gehen. Warte. Guck mal, ich bring dich hoch. Geht das? Ach, ja. Gut. Oh, danke. Bitte. Na,
Da staunst du, was? Das habe ich extra von zu Hause für dich mitgebracht und in der Küche aufgewärmt. Ja, danke. Das klingt aber nicht sehr begeistert. Ja, das ist ja so viel. Das ist doch nicht mehr als sonst. Was ist denn los? Magst meine Schweinshaxe nicht mehr? Naja, also, es ist ja wirklich nicht besonders gesund. Jetzt fängst du auch noch an. Wo meinst du, der Franz seine drei Herzinfarkte her hat? Na, bestimmt nicht von meiner Schweinshaxe. Nein, von deiner Schweinshaxe natürlich nicht. Die hat er ja noch nie gegessen. Die kriegt er auch nicht. Zu viel fettes Fleisch, zu viele Biere, zu viele Zigarren. Das ist alles Gift für ihn. Ja, für ihn? Aber doch nicht für dich. Wenn dein Freund weiß, dass er es am Herzen hat, dann muss er halt vernünftig leben. Da muss er wenig essen, sich viel bewegen. Aber deswegen brauchst du doch nicht auf dein Essen zu verzichten. Ja, ich weiß schon. Trotzdem. Jetzt verdirbst du dir wirklich selber den Appetit. Hilligard, wenn der Franz so weitermacht, dann lebt er nicht mehr lang. Der ist doch alt genug, um zu wissen, was er tut. Ja, offensichtlich nicht. Na, was willst du denn machen? Du kannst ihn ja nicht einsperren. Nein, aber deine Freundin Viola könnte uns schon helfen, wenn sie nur wollte. Sie gefällt ihm, also hätte sie wahrscheinlich auch den nötigen Einfluss auf ihn. Und wie willst du es dazu bringen, wenn sie ihn nicht mag? Ja, vielleicht kannst ja du noch mal allein mit ihr reden. Sie hätte doch auch was davon. Sie hätte endlich jemanden, der sie wieder mal toll ausführt. Ja, und er müsste nicht dauernd ans Essen denken. Apropos, guten Appetit. Hildegard, sei mir nicht böse, aber ich mag wirklich jetzt nichts. Vorsicht, Entschuldigung. Was ist denn los mit dir? Nichts. Du sollst deine Mutter nicht anlügen. Ich lüge meine Mutter nicht an. Ich sehe aber, dass das nicht stimmt. Nein. Ja, doch. Mama, alle sind gegen mich. Und jetzt lässt mich Laura auch noch fallen. Dieser verdammte Mistkerl, der soll doch einfach nur weg, seit der da ist. Schon wieder, Christian. Aber Laura ist natürlich mal wieder stur. Da hat ihr doch so gute Beziehungen nach oben. Und? Alexander soll Christian rausschmeißen und Laura soll ihn dazu bringen. Ich meine, was ist daran so schwer? Wo ist denn das Problem? Aber nein, sie will ja nicht. Was für eine schwachsinnige Idee. Du kannst froh sein, dass du so eine kluge, vernünftige Freundin hast. Mama, ich schaff das nicht, wenn der mir jeden Tag über den Weg läuft. Ich schaffe es einfach nicht. Andere Leute müssen ganz andere Sachen aushalten. Hast du vielleicht auch mal einen Augenblick an mich gedacht? Wie es mir geht, wenn der Christian keinen Job mehr hat und mein Geld nicht mehr bezahlen kann? Ach, Wahnsinn. Dir geht's immer nur ums Geld. Ich verstehe dich nicht mehr. Mama, du denkst nur an dich. Wer hält denn zu mir? Hä? Wer hält denn zu mir? Jetzt red doch keinen Unsinn. Du bist unglücklich verliebt. Das ist nicht schön. Aber du bist nicht die Erste, die sowas durchmacht. Ja, es ändert aber nichts daran, dass das wehtut. Und ich will nicht, dass es wehtut. Das verstehe ich. Ach. Aber du kannst deine Probleme nicht dadurch lösen, dass du andere Leute ins Unglück stürzt. Massagetermin aus. Ja, selbstverständlich. Was ist denn passiert? Sie sind doch hoffentlich nicht vom Pferd gefallen. Oh, nein, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich wollte Talia satteln und habe mich verhoben. Ach, da fällt mir ein, unser Masseur hatte heute seinen freien Tag. Oh, was mache ich jetzt? Muss ich wohl in die Stadt reinfahren? Ja, können Sie es überhaupt mit Ihrem Rücken? Soll ich Ihnen lieber Taxi rufen? Sie haben recht, das ist sicher besser. Ja. Oder noch was Besseres. Vielleicht könnte Frau Liebert sie massieren. Die massiert sehr gut. Das wäre schön. Sie hat meiner Mutter auch geholfen. Ob sie Zeit hat? Fragen wir es halt einmal. Die Wäsche läuft ihr ja nicht weg. Danke. Das würden wir nur ohne sie machen, Alfons. Ja, hier ist der Alfons Sombichler. Sag mal, Viola, könntest du Katharina Saalfeld massieren? Ja, einen Hexenschuss oder? Ja. Mhm. Sehr gut.
Ja, am besten gleich, ja. Gut, ich schicke sie runter in den Wellnessbereich. Danke. Die Frau Lieberts kommt sofort. Danke. Sie sind wirklich die gute Seele des Fürstenhofs. Nein, das bin ich nicht. Das ist, ich meine, das war Charlotte. Also, Frau Salfeld. Das stimmt. Der Fürstenhof, der wird ein anderer sein ohne Sie. Prima das Menü wie immer. Warum fragst du mich überhaupt? Schließlich bist du der Chef. Ich bin der Chef? Du bist doch der Chef in der Küche. Lässt du dir doch nicht reinreden. Nein, ganz im Ernst. Ich dachte, die von Heidenbergs hätten irgendeine Idee für ihr Firmenjubiläum, irgendetwas Besonderes. Oder vielleicht wollten sie irgendwas ausschließen. Bis jetzt haben sie nichts gesagt. Frau von Heidenberg möchte das Menü gerne heute Abend probieren. Ich denke, wir bieten das so an. Laura kümmert sich um das Dessert? Ja. Die Leute haben die Auswahl zwischen Eis, Mousse und ihren süßen Küssen. Ich denke, sie werden alle drei verschlingen. Das heißt, wenn Sie überhaupt noch Platz haben, in Ihrem Magen nach deinem Menü. Mhm. Gerade noch gerettet, Brüderchen. Ja, aber gut, oder? Ja, war nicht schlecht. Und sonst? Alles in Ordnung? Hast du den Test schon gemacht? Morgen. Ja, du wirst sehen. Alles ist bestens. Und dann macht sich Katharina auch keine Sorgen mehr. Hoffentlich. Wenn ihr irgendwann mal beim Sex nicht dauernd ans Kinderkriegen denkt, dann klappt das bestimmt. Ganz schnell. Ist gut so? Sie müssen sagen, wenn ich Ihnen wehtue. Nein, nein, es ist wunderbar. Oh, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Das ist kein Problem, das mache ich doch gerne. Hoffentlich müssen Sie deshalb heute Abend keine Überstunden in der Wäscherei schieben. Oh. Das muss ich doch sowieso. Als Selbstständiger nimmt man doch immer mal gern Arbeit mehr an, als man eigentlich sollte. Dann soll man sich aber nicht beschweren. Ah ja. Mal will man die Auftraggeber nicht verärgern oder für schlechte Zeiten vorsorgen. Ja, oder die Altlasten aus schlechten Zeiten abarbeiten. Es gibt immer einen Grund, warum man viel zu viel arbeitet. Ja, trotzdem ist besser als zu wenig Arbeit. Mal abgesehen von der vielen Arbeit, geht's Ihnen gut? Fühlen Sie sich wohl hier im Fürstenhof? Absolut. Uns war es ja auch ein Experiment, die Wäscherei auszulagern. Aber in Ihren Händen? Also ich muss sagen, wir sind wirklich sehr zufrieden mit Ihnen. Dankeschön, das freut mich. Oh, ich drücke noch schnell den Anruf weg, ja? Das wissen Sie nicht. Vielleicht ist es ja ein Auftrag. Bloß nicht. Lieberts? Susanne! Ist alles gut gegangen? Ach, herzlichen Glückwunsch. Was ist es denn? Ja, wie groß, wie schwer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Oh, das ist ja großartig. Oh, ich freue mich so für dich. Du, bevor wir hier ins Plaudern kommen, es ist im Augenblick nicht so günstig. Ich rufe dich einfach später nochmal an, ja? Also dann, tschüss Susanne, alles Gute, ciao. Das war eine Freundin von mir. Die hat sich schon so lang ein Kind gewünscht. Und jetzt hat sie einen gesunden Sohn. Danke sehr. Kann sich Frau von Heidenberg gleich von der Qualität unserer Konfiserie überzeugen. Deiner Konfiserie. Gern geschehen. Ach, Laura, Robert hat gesagt, du möchtest neben dem Mousse und den Küssen auch noch Eis servieren. Machst du bitte kein Schokoladeneis? Offenbar hat einer der Herren eine Schokoladenphobie. Genau wie dein Herr de Ville. Es ist nicht mein Herr de Ville. Entschuldige. Offenbar glaubt die ganze Welt, ich hätte was mit dem. Wie soll denn die ganze Welt werden noch? Vergiss es. Hey, Laura. Komm, mir kannst du es sagen. Tanja, sie ist verliebt in ihn und glaubt, ich komme hier in die Quere. Und deshalb haben wir Krach. Und? Tust du's? Nein, verdammt. Sie wird doch irgendeinen Grund haben. Ich meine, so einfach so regt sie sich doch nicht auf. Hörst du mir überhaupt nicht zu? Was ist denn überhaupt los? Erst Tanja und jetzt du. Naja, so wie du dich aufregst, jedes Mal, wenn ich seinen Namen erwähne, irgendwas wird doch sein. Weil es Schwachsinn ist. Weißt du, du hörst zwei, drei Einzelheiten, baust dir daraus ein Bild zusammen. Das Bild hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe nichts mit diesem Christian. Merk dir das. Kann ich jetzt? Ja, bitte, Schluss. Ja.
Eigentlich war Susanne ja ganz glücklich mit ihrem Jürgen. Aber der ist jetzt nicht der Vater, oder? Nein, die beiden haben sich vor gut einem Jahr getrennt. Jetzt hat sie schon einen Sohn mit einem neuen Mann? Das ging ja schnell. Die wollte schon ganz lange ein Kind. Aber dieser Jürgen nicht? Doch, der auch. Aber irgendwie hat es mit den beiden nicht geklappt. Die sind von Arzt zu Arzt gerannt und haben alles Mögliche ausprobiert. Naja, dann kann es wohl nur an ihm liegen. Bei ihr scheint ja alles in Ordnung zu sein. Bei ihm aber auch, und das ist ja das Komische. Der hat nämlich jetzt auch eine neue Freundin und die ist im 6. Monat. Das gibt's ja gar nicht. Doch. Vielleicht haben die beiden es sich zu sehr gewünscht. Meinen Sie? Naja, der ganze Stress, die ganzen Untersuchungen. Immer Sex nach der Uhr wegen dem Eisprung. Da verliert man noch die ganze Spontanität. Und Sie glauben, Ihre Freundin ist deshalb nicht schwanger geworden? Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht war es auch ganz anders. Aha, und wie? Naja, manche Paare, die passen einfach nicht zusammen. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Meinen Sie? Ja, ich bin davon fest überzeugt. Ob das jetzt an der Blutgruppe liegt oder an was Unterbewussten. Aber in dem Fall wäre es besser, sie kriegen sowieso keine Kinder zusammen. Das macht Roland. Ich habe reserviert. Ich weiß, Frau von Heidenberg. Moment. Max, begleitest du die Dame bitte in die Fürstensuite? Ich möchte vorher noch Herrn Saalfeld sprechen, bitte. Wegen des Firmenjubiläums morgen. Ist er da? Selbstverständlich. Ja, bitte. Frau von Heidenberg. Ja, prima. Ich komme. Danke, Alfons. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, Frau von Heidenberg. Ist der Chef nicht da? Alexander Saalfeld ist der Chef. Ah, der Junior. Natürlich, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Vorbereitet. Okay. Hallo, Tanja. Was ist los? Bist du nur hängen geblieben? Ach, du, das ist nicht so wild. Soll ich dir das nähen? Du kannst das doch gar nicht. Nachher sagst du wieder, ich habe dich hängen lassen. Ich mach das selber. Gut. War nur ein Angebot. Ja, lass mich einfach nur in Ruhe, bitte. Irma, wenn du sauer auf mich bist, weil ich Christian nicht anschwärze. Laura, könntest du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ist das so schwer jetzt? Als Amuse-Girl dachte ich ganz klassisch an eine Foie Gras mit frischen Trüffeln und dazu ein Riesling Eiswein. Ausgezeichnet. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, einen deutschen Wein zu Foie Gras. Der Riesling hat eine wunderbare Restsäure. Die hebt den Geschmack der Gänseleber. Stimmt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Räucherlachs auf Rucola-Salat mit einer Apfelsahne-Meerrettich-Vinaigrette. Ich versuche, bei der einfachen Linie zu bleiben.
Das Rezept ist neu, nicht wahr? Das ist eine besondere Kreation für besondere Gäste. Davon hätte ich gern noch mehr. Selbstverständlich. Robert. Morgen. Morgen bekommen Sie so viel Sie wollen. Sie meinen also, die Vorfreude ist die schönste Freude? Ist das nicht so? Aber den Wein, den darf ich jetzt schon probieren. Nein, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Ich denke, ich schau mal nach, wo Laura mit dem Dessert bleibt. Was meinst du? Das ist jetzt aber kein Deutscher. Sie werden sich wundern. Zeigen Sie ihr das Etikett. Doch. Sie haben mich schon wieder überrascht. Also, ich meine, falls irgendwas ist, dann... Was soll sein? Ich bin in der Küche. Und was ist das? Eine Pastille. Eine Pastille? Ja, es ist eine meiner Spezialitäten. Ursprünglich ein marokkanisches Gericht. Ich habe es etwas verändert und verfeinert. Außen ein Filot, also eine Art Blätterteig. Und die Füllung? Die sieht interessant aus. Sie müssen raten. Nein, nur wenn ich Sie als meinen Telefonjoker engagieren kann. Oh nein, das geht gegen die Regeln. Lecker. Ich weiß. Es schaut aber sehr gesund aus. Ist es auch. Aber es schmeckt trotzdem wunderbar. Ja. Ist eine von Hildegards Spezialitäten. Und es ist genau das, was die Ärzte empfohlen haben. Viel Gemüse, viel Ballaststoffe und wenig Fett. Also? Aha. Ja, es geht doch nichts über den gescheites Weißbier. Alkoholfrei. Wir wollen doch nicht dran schuld sein, wenn dein Herz nicht mehr mitmacht. Ja, schmeckt ja gar nicht so schlecht. Naja. Also dann, guten Appetit. Guten. Ja, wünsche ich euch. Sag mal, was war eigentlich in der Reha so schlimm, dass du gleich abhauen hast müssen? Die ganze Zeit über dieses Gesundheitszeug. Das war nicht mehr zum Aushalten. Und wann bist du dann in den Fürstenhof gekommen und nicht nach Hause gegangen? Naja. Wenn man ein Zuhause hat, so wie ihr. Ja. Ihr wisst doch, dass ich Hopfen angebaut und damit gehandelt habe. Ja, aber das muss doch sehr lukrativ gewesen sein. Ja, war es ja. Sonst könntest du dir ja den Fürstenhof nicht leisten. Was nützt mir das ganze Geld, wenn daheim die Hölle ist, seitdem meine Frau, Gott hab sie selig, ja, nicht mehr lebt. Ja, und warum ist das so? Die warten dort bloß drauf, dass ich endlich stirb. Na? Ja, die sitzen da wie die Geier und hoffen, ein möglichst großes Stück aus dem Erbe zu kriegen. Jetzt, lass uns von was anderes reden. Ha? Prost. Auf das paar Zügel hier essen. Prost. Ja, und das Eis ist ohne Schokolade für die, die es nicht so süß mögen. Das ist alles wirklich sehr schön. Danke. Ist nur schade, dass ihr Bruder so schnell wieder in die Küche zurück musste. Ach, das Geschäft, Sie verstehen. Wir sind trotz aller Expansion immer noch ein Familienbetrieb. Ja, der eine Sohn leitet das Hotel, der andere kümmert sich um die Küche und die Schwester zaubert solche köstliche Confiserie. Sie scheinen wirklich gut zu harmonieren, das findet man nicht oft. Ja, da sind wir auch alle sehr froh drüber, vor allem im Moment. Und fehlt eigentlich nur noch der Vater. Aber den sehe ich ja morgen. Unser Vater ist zurzeit nicht im Haus, er wird ein paar Tage weg sein. Wieso das denn? Er hat mir versprochen, mir übermorgen die Gegend zu zeigen. Persönlich? Ja. Und ich gehe doch davon aus, dass er sein Versprechen hält. Meine Mutter ist vor kurzem tödlich verunglückt und mein Vater hat sich eine kleine Auszeit genommen. Ihre Mutter ist tot? Es tut mir leid. Aber wir haben ja auch alles besprochen. Wir sehen uns dann morgen. Einverstanden? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Assistentin der Geschäftsführung Emma Bayer. Und das in so jungen Jahren. Respekt, Alfons, aber der Tochter hat scheinbar zu was gebracht. Hoffentlich. Mir ist gar nicht wohl bei dem Gedanken. Mein kleines Mädchen, ganz allein in so einem fremden Land. Weißt, das kleine Mädchen ist kein kleines Mädchen mehr und allein ist sie auch nicht. Ja. Ihr Freund, der Lars, der Herr Hoffmann ist mit ihr. Aber
Ich hätte es mir gewünscht, dass die beiden vorher erst mal eine längere Zeit zusammen gewesen wären, bevor sie irgendwo so weit weggehen. Ja. Aber es ging dann plötzlich alles so schnell. Ja, das ist der Lauf der Welt. Aus Kinder werden Leid. Ja. Und leben ihr eigenes Leben. Ja. An einer Stelle darf ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Seid einfach stolz und seid einfach froh, dass eure Tochter so einen Erfolg hat. Also, jetzt wird langsam Zeit für mich. Ja, was, willst du jetzt schon gehen? Da sitzt er doch ganz allein in seinem Hotelzimmer rum. Ja, ihr zwei habt so einen langen Tag hinter euch, also müsst ihr doch müde sein. Ja, magst du nicht noch da bleiben? Ja, wollt ihr gar nicht ins Bett? Das Zimmer von der Marie ist doch frei. Ich meine, wenn du Familienanschluss brauchst. Nein, danke, ganz lieb gemeint, aber ich bleib lieber, wo ich bin. Weißt, ich denk mir halt, die Versuchung, das Falsche zu essen, wäre hier auch nicht so groß wie im Restaurant. Hm? Ich muss versuchen, der Versuchung zu widerstehen. Hm? Oder ihr zu erliegen. Ja, nein. Hoffentlich nicht. Nein, jetzt macht euch keine Sorgen nicht. Ein Franz Hochleitner, der beißt nicht so schnell ins Gras. Also nachher. Ich muss jetzt. Und vielen Dank für den wirklich leckeren Auflauf. Und bitte schauen, komm gut nach Hause. Liggert. Dessert? Merci. Warte, servus. Du, Hildegard, ich hoffe, es war dir recht, dass ich ihn gefragt habe, ob er da bleiben will. Ja, freilich. Was? Weißt du, der tut mir irgendwie leid. Ich möchte auch nicht einen ganzen Tag oder eine ganze Woche von solcher Schonkost leben müssen. Sag mal, wir zwei, wir haben es doch nicht am Herzen. Nein, Gott sei Dank nicht. Also, der Auflauf war ja wirklich sehr gut, aber ich habe noch Hunger. Die Schweinshaxe von heute Mittag, die mache ich uns jetzt heiß. Ja, was macht der Rücken? Danke. Schon wieder in Ordnung. Die Massage von Frau Lieberts hat Wunder gewirkt. Ja, das kann sie. Meinst du, wir passen zusammen? Bitte, Katharina. Wir lieben uns doch. Oder nicht? Wie kommst du auf sowas? Na so. Wir können morgen früh gemeinsam nach München fahren. Ich muss kurz in die Galerie. Katharina, es dauert auch nicht lang. Ich muss nur ein paar Bilder in Empfang nehmen und dann hole ich dich gleich ab nach dem Test. Katharina, ich kann morgen nicht nach München fahren. Aber du hast doch die Untersuchung. Ja, die müssen wir leider verschieben. Und wieso? Vater hat Frau von Heidenberg versprochen, dass er sich persönlich um das Firmenjubiläum kümmert. Und jetzt ist er nicht mehr da, jetzt hat sie mich verpflichtet. Mir hast du versprochen, dass du deinen Test machst. Hey. Ich hol das nach. Komm schon, uns drängt doch nichts. Wir haben alle Zeit der Welt. Was ist bloß los mit Tanja? Dieser Vorschlag, Christian so anzuschwärzen, es muss ihr doch klar sein, dass ich bei sowas nicht mitmache. Ich verstehe doch, dass sie traurig ist und enttäuscht und wütend. Aber trotzdem. Denn die Geschichte mit dem Kittel. Normalerweise wäre sie doch die Erste, die mir das Nähzeug in die Hand gedrückt hätte. Jetzt plötzlich will sie den Kittel alleine flicken. Liegt das nur daran, dass sie sauer auf mich ist oder hat sie noch was anderes vor? Naja. Es ist bestimmt nicht falsch, jetzt mal ein bisschen auf sie aufzupassen. Nachher macht sie noch in ihrer Verzweiflung irgendwas, was ihr später leid tut. Hallo. Morgen. Morgen. Willst du mitfahren? Nee, nicht wieder auf die Stange. Mir tut immer noch der Hintern weh. Okay, dann komme ich eben zu spät. Bin froh, dass ich dich treffe. Ich wollte dich hier was fragen. Ja? Wegen Tanja. Weißt du, wie es ihr geht? Naja, also wir sprechen ja im Moment nicht so viel miteinander, aber ich denke, es ging mir schon besser. Sie tut mir echt leid. Ich überlege die ganze Zeit. Was denn? Die aus Mitleid vorspielst, dass in sie verliebt ist? Keine gute Idee.
Wenn ich ihr irgendwie helfen könnte. Ja, aber ich bin wahrscheinlich im Moment der Letzte. Geh einfach auf Abstand. Das ist das Beste. Du meinst, es ist besser für sie, wenn sie mich nicht ständig sieht? Tanja macht in solchen Momenten manchmal Dinge. Manchmal weiß sie selber nicht mehr, was sie tut. Wie meinst du das? Das ist nur so ein Gefühl. Sei einfach vorsichtig. Tanja Lieberzier. Ich bin in Zimmer 22 von Herrn Hochleitner. Ja, genau. Es geht um Folgendes. Der Abfluss ist irgendwie kaputt. Könnten Sie vielleicht den Haustechniker Herr de Ville hochschicken? Hm? Ja, danke. So, mein Lieber. Das wird dein letzter Auftrag hier im Fürstenhof gewesen sein. Hallo, Herr Hochleitner. Ah, grüß Gott, mein Junge. Darf ich helfen? Gern. Du arbeitest in deiner Freizeit. Aha. Spekulierst wohl auf ein Trinkgeld. Nein, nein, der Herr Sonnbichler hat uns immer eingetrichtert. Ein Page des Fürstenhofs ist immer im Dienst. So, so. Aber gegen Trinkgeld habe ich natürlich nichts. Ah, das wollte ich doch gemeint haben. Wow. Dafür trage ich Ihnen den Korb bis nach München. Nein, nein, so weit muss es gar nicht sein. Gerade bis zum See. Ah, okay. Kennst du dort die kleine Hütte? Ja. Gut. Da stellst du den Korb ins Gebüsch. Ich komm gleich noch. Was wird das? Ich meine, da wird ja fast eine ganze Fußballmannschaft satt. Nein, davor werden kann man satt werden. So. Aber wieso haben Sie denn das Picknick nicht beim Zimmerservice bestellt? Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich alles einkaufe. Verstehst du mich? Ich hab schon verstanden. Ich schweige wie ein Graf. Tschüss. Ist gar nicht verstopft, oder? Dafür hättest du ja wohl kaum so lange gewartet. Ich habe mir gleich gedacht, dass du mit mir reden willst, als Herr Sonnbichler sagte, dass du den Schaden gemeldet hast. Also los. Tanja, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Das wollte ich nicht. Aber versteh mich, ich wusste auch nicht, wie ich es sonst hätte machen sollen. Du willst doch nicht wirklich mit einem Mann zusammen sein, der dich nicht liebt. Ach du. Ja, ich verstehe schon, du bist wütend, klar. Wütend auf mich, wütend auf dich, wütend auf die ganze Welt. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Oh doch. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich war zum Schluss sogar wütend auf Sophia, obwohl ich sie geliebt habe wie niemanden sonst auf der Welt. Aber sie lag einfach nur da, im Koma. Sie liebte sich nicht. Oh Mann, jetzt hör mal auf, mich voll zu quatschen. Warum gerade ich, habe ich mir gedacht. Warum hat sich das Schicksal gerade gegen mich verschworen? So viele andere sind glücklich. Und ich? Ich hab's gehasst, mein Schicksal, weißt du? Manchmal hasse ich es immer noch. Ja, bei mir ist es genau anders. Ich könnte nämlich glücklich sein, wenn du nicht hier wärst. Vielleicht ist dir irgendwann auf, wütend auf mich zu sein. Ich würde mir das wünschen. Aber vielleicht geht's auch nicht. Ich würde mir wirklich wünschen, wir könnten Freunde bleiben. Denn Freunde, die können wir beide brauchen.
Entschuldigung, ich muss weitermachen. Das ist alles sehr schön, danke. Wir dachten, im Rosenzimmer sind Sie auf jeden Fall ungestört. Und Sie können den Betrieb im Restaurant aufrechterhalten. Hm? Wir geben uns alle Mühe, damit Sie mit uns zufrieden sind. Das kann ich ja wohl erwarten. Erst einschenken, wenn die Gäste da sind. Ja, wir wollen keinen abgestandenen Champagner servieren. Nachher sind Sie hoffentlich zu zweit. Allein schaffen Sie das nicht. Selbstverständlich. Sehr gut, danke. Sie geben sich wirklich alle Mühe. Tja, wir wollen Ihre hohen Erwartungen nicht enttäuschen. Wo Sie doch heute schon auf meinen Vater verzichten müssen. Dafür habe ich Sie doch. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, den ganzen Tag. Wenn Sie also irgendeinen Wunsch haben? Der erste ist gerade in Erfüllung gegangen. Dass sich der Juniorchef persönlich um mich und um meine Gäste kümmert. Das ist doch selbstverständlich. Ich liebe es, wenn man mir meine Wünsche von den Augen abliest. Dann hoffe ich, dass mir das auch in Zukunft gelingt. Entschuldigung, Frau Pötz. Was ist denn mit Ihnen los? Wieso, warum denn? Ja, ist Ihnen nicht klar, wie Sie aussehen? Schauen Sie sich doch einmal an. Sie können doch nicht mit einem zerrissenen Kittel durchs Hotel laufen. Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade eine Dummheit gemacht. Ja, das glaube ich auch. Also bitte gehen Sie zu Ihrer Mutter. Die hat bestimmt noch einen sauberen und ganzen Kittel für Sie in der Wäscherei. Franz, guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ausgezeichnet nach dem vorzüglichen Essen von gestern. Ja, und dem alkoholfreien Weißbier. Ja, ich hab's mir überzeugt. Also auch gesundes Essen kann vorzüglich schmecken. Gell? Das sagst du auch? Ja. Drum hast du auch bestimmt in deinem Rucksack nur gesunde Sachen für deine Mutter. Freilich. Oder glaubst du mir etwa nicht? Doch, freilich, natürlich. Ah, und drum möchtest du am liebsten in den Rucksack reinschauen. Nein. Schau her. Mineralwasser, Obst, Karotten. Schau her. Ja? Du scheinst ja tatsächlich nachgedacht zu haben. Ja, das hättest du mir gar nicht zugetraut. Hä? Also, Respekt. Bis später. Bis später. Herzlich willkommen im Fürstenhof. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Jubiläum der von Heidenberg Maschinenbau AG. Hallo. Vielleicht ein Gläschen Champagner? Genau. Bitte sehr. Herzlich willkommen. Und geradeaus durch ins Rosenzimmer. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Danke. Einfach hinterher. Es ist wirklich sehr angenehm, Sie an meiner Seite zu wissen. Ach, so selbstverständlich, obwohl Sie mich nie wirklich brauchen. Wieso? Ist doch auch in Ihrem Interesse. Unsere Gäste sind potenziell auch Ihre Gäste. Herzlich willkommen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Danke. Schönen guten Tag. Einfach geradeaus durch. Und Sie geben mir also die Gelegenheit, mich und unser Hotel den Gästen zu präsentieren. Das ist sehr nett. Danke. Natürlich. Erzählen Sie mir nicht, Sie wären nicht schon selber drauf gekommen. Selbstverständlich. Ja gut, dann verstehen Sie Ihren Job. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Bitte ein Gläschen Champagner. Sehr gerne. Wegen der Wanderung morgen, da bin ich natürlich auf einen kompetenten Führer angewiesen. Das Haus wird Ihnen jemand zur Verfügung stellen. Als besonderen Service des Hauses wollte uns eigentlich Ihr Vater begleiten. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Einfach geradeaus durch. Okay. Wie steht's denn mit Ihnen? Sie kennen sich doch bestimmt auch gut in den Bergen aus, oder? Tut mir leid, ich habe den Tag morgen meiner Frau versprochen. Sie wissen doch, wie das ist. Versprechen, die man einer Frau gegeben hat, sollte man nicht brechen. Dann bringen Sie sie doch einfach mit. Ich lerne gerne Ihre Frau kennen. Danke für das Angebot, aber es geht wirklich nicht. Wir haben dringende familiäre Verpflichtungen. So. Sie vernachlässigen also lieber mich als Ihre Frau? Ja. Es ist gar nicht so leicht, Karriere und Familienleben unter einen Hut zu bringen, nicht wahr? Irgendetwas kommt immer zu kurz. Wie siehst du denn aus? Pass auf, dass du dem Sonnenbecher nicht über den Weg läufst. Schon passiert. Und? Ja, was meinst du, warum ich jetzt hier bin? Wie kommt man denn an der Stelle an einen Riss? Das ist ehrlich gesagt eine längere Geschichte. Du hast schon versucht, den Kittel zu flicken. Also nähen war noch nie deine Stärke. Er sollte auch gar nicht heil sein eigentlich. Mama? Ich habe gerade wirklich fast was ganz Blödes gemacht. Christian,
Jetzt sag, dass es nicht wahr ist. Ich hab's nicht getan. Aber du wolltest es. Es sollte so aussehen, als ob Christian dich belästigt hat. Ich bin so eine Idiotin. Komm, ist ja gut. Ist alles gut. Ist nichts passiert, du hast nichts gemacht. Aber ich wollte das machen, ich konnte noch nicht. Ja, siehst du, du hast es rechtzeitig gemerkt, das ist das Allerwichtigste. Hm? Mama, du sagst es keinem weiter, oder? Natürlich nicht. Ich fühle mich so schäbig. Ja, ist okay. Kann immer passieren. Es ist wirklich reizend, dass sich die schöne Frau von Heidenberg mal aus ihren Klauen lässt. Ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie anstrengend diese Frau ist. Ich habe schon verwöhnte Gäste erlebt, aber die... Bestimmt immer alles bekommen, was sie wollte. Jetzt geht sie davon aus, dass wir alle nach ihrer Pfeife tanzen. Morgen möchte sie wandern gehen. Aber ohne dich. Du musst doch zur Untersuchung. Du hättest mein Gesicht sehen sollen, als ich ihr das gesagt habe. Du gehst also nicht? Natürlich nicht. Ich habe dich schon mal versetzt. Naja. Das ist gefährlich. Ich dachte schon, du verschiebst den Termin so lange, bis ich ihn selbst vergessen habe. Was denkst du eigentlich von mir? Doch. Ist doch typisch. Männliche Verzögerungstaktik. Du unterstellst mir da was, Schatz. Gib's zu. Wie läuft's denn in der Galerie? Hä? Schöne Bilder. Siehst du? Jetzt versuchst du es mit der Ablenkungsstrategie. Wovor soll ich denn ablenken? Ich wollte nur wissen, ob du morgen ein bisschen Zeit für mich hast. Wir könnten nach dem Test ein bisschen über Viktual im Markt schlendern. Oh ja. Und Krautsuppe essen wie früher. Gerne. Siehst du, hat doch funktioniert. Was? Die Ablenkungsstrategie. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit ein bisschen zickig bin, aber du weißt doch, wie sehr ich mein Baby wünsche. Ich doch auch. Du wirst sehen, wenn wir ein Kind haben, dann wird einfach alles wunderschön. Warte doch mal. Was ist denn? Lass uns mal reden. Laura, Entschuldigung, aber mein Bedarf an Moralpredigten ist für heute gedeckt. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um Christian. Mit Christian brauchst du mir auch nicht mehr helfen, also vielen Dank für gar nichts. Tanja, hör mal, das muss doch klar sein, dass es keine Lösung ist, Christian rausschmeißen zu lassen. Es ist mir völlig egal, was Christian macht. Er kann von mir aus hier bleiben und Heizungen schrauben, bis er schwarz wird. Gratuliere. Ja. Das ist genau die richtige Einstellung, so meine alte Tanja wieder. Könntest du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ist es jetzt so schwer? Ja. Ja, hallo, Franz. Hildegard, so ein Zufall. Grüß dich. Meister, so schönes Wetter heute. Hm? Ja, du sagst das. Ich mache gerne einen kleinen Spaziergang, wenn ich Pause habe. Frische Luft, bisschen Bewegung. Ja, wunderschön, wunderschön, ja. Ist irgendwas? Na, was soll ich sein? Du wirkst so nervös. Nervös? Ich? Das kommt von der ungewohnten Nahrung. Sag mal, ist da irgendwer? Ja. So ungewohnt ist die Nahrung ja nun wieder auch nicht. Ich bin ein erwachsener Mensch. Außerdem ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Von mir aus. Guten Appetit.
Kann ich auch einen Tee bekommen? Gerne. Was ist denn? Du siehst bedrückt aus. Gott. Das geht schon, danke. Siehst auch nicht gerade glücklich aus. Danke sehr. Das ist wegen Tanja. Aber es ist so eine lange Geschichte. Das tut gut. Vielleicht kannst du mir einen Rat geben, Laura. Ich muss ehrlich mal mit jemandem drüber reden. Ich hab dir doch erzählt, dass sich Katharina ein Kind wünscht. Naja, und jetzt, grundsätzlich möchte ich auch Kinder. Und wo ist das Problem? Dass Katharina so drängt. Sie steigert sich total in was hinein. Mir ist es eigentlich egal, ob wir jetzt ein Kind haben oder in einem Jahr. Aber ihr nicht? Nein, ganz und gar nicht. Am liebsten hätte sie schon vorgestern. Sie redet von nichts anderem mehr. Ich habe den Eindruck, dass was anderes dahinter steckt. Ich glaube, irgendwo in einer Ecke ihres Herzens glaubt sie mir nicht, dass ich sie liebe. Und deswegen will sie das Kind. Als Liebesbeweis. Kind als Liebesbeweis? Ja. Ja, um mich endgültig an sich zu binden. Aber unter diesen Umständen habe ich keine Lust, Vater zu werden. Manchmal hat Unsicherheit auch etwas mit den Gefühlen zu tun. Da gibt es nur eine Lösung. Ich muss herausfinden, was Alexander wirklich für mich empfindet. Ja, ich bin nicht. Was war das jetzt? Abgeschlossen. Hallo? Hallo! Hallo, was soll denn das? Ich will hier raus! Du willst kein Kind mit mir, du bist bloß zu feig, es zuzugeben. Katharina, komm. Das ist doch, das setzt mich unter Druck, das ist Quatsch, das weißt du genau. Mach dich gar nicht aufregen. Ich habe auch eine Neuigkeit für dich. Du hättest die beiden mal sehen sollen. Das sah fast so aus, als ob sie... Robert, glaubst du nicht im Ernst? Werner hat Charlotte über alles geliebt. Er wird doch nicht so kurz nach ihrem Tod